Ja, und damit herzlich willkommen zu Still Wakes the Deep. Im weiteren Spiel mit einem Wasserthema, aber diesmal spielen wir über Wasser. Jetzt schauen wir doch einfach mal, womit dieses Horrorspiel uns so überraschen lässt. I still can't believe you went. What are you thinking? Going to that place? Wish you hadn't got yourself into this mess, but you did. You can't run forever. I know you were just trying to do right by me, so I need you to do what's right by us now, please, Kaz. I am so tired of fighting. Spricht sie gerade mit uns? I want you home. The girls want you home, but if you don't deal with this, then we are done for good. I love you. Ich glaube, sie spricht mit uns, ja. Wait forever. Also, sie hat uns einen Brief geschrieben. Girls need your Christmas card. Fuck. Merry fucking Christmas. Kaz, Roy's finishing up breakfast if you want something. I'll be there in a minute, Trots. Ja, wir sind der Arbeiter auf einem Oil Rig, fernab von jeder Zivilisation, mitten irgendwo auf dem Meer. Das ist nicht so eine schöne Arbeit, weil seine Familie sieht man da nicht so häufig, weil man hier halt nicht mal so eben weg kann. Und ja, hier ist die Weihnachtskarte unserer Töchter. Frohe Weihnachten. Tüch. Very süß. Kann ich mir hier sonst noch irgendwas angucken? Ich meine, unser Zimmer ist ja sehr gemütlich. Ein Doppelbett, oh Gott. Ich hoffe, wir sind hier wenigstens alleine. Also das ist so ein enger Raum und dann auch noch zu zweit in einer Koje, das wäre ja furchtbar, ey. Da würde ich überhaupt nicht mit klarkommen. Das ist der Brief, den wir gerade gelesen haben, ne? Ja. Der uns vorgelesen worden ist. Haben wir hier irgendwie im Schrank oder so? Nichts? Gar nichts? Gar nichts? Ja gut, dann gehen wir wohl mal essen. Kantine. Das ist der Fluchtplan. Ha, vielleicht brauchen wir den ja. Ach, als ob. Was soll hier schon Schlimmes passieren? Oh, wir können einfach so in andere Räume hinein. Memo der NSOWU. Die Gewerkschaft der Ölarbeiter in der Nordsee, North Sea Oil Workers Union, Zweigstelle Aberdeen, informiert sie hiermit gemäß der Trade Union and Labor Relations Acts von 1974 über unsere Absicht, Arbeitskampfmaßnahmen zu ergreifen. Dies ist unsere Reaktion auf das klägliche Versäumnis ihrerseits, sich mit unseren Vertretern zusammenzusetzen und die schwierigen Sicherheitsbedenken unserer Mitglieder zu besprechen. Wir fordern Sie hiermit nachdrücklich dazu auf, gemeinsam mit uns eine Lösung für unseren triftigen Streitfall zu erarbeiten. Ende. Ja, also uns geht es anscheinend nicht so gut. Und wir wollen was dagegen tun. Glasgow Gazette. Okay, das wird allerdings jetzt nicht übersetzt. Linwood told to accept the deal or else. Ich denke mal, der Zeitungsartikel handelt sich auch um das, was in diesem Brief steht. Auf den ersten Blick jedenfalls. Warum sollten wir es sonst auch angucken? Ja, überall draußen mehr, mehr und noch mehr, mehr. Weit das Auge reicht. Hier ist abgeschlossen. Vielleicht pennen die auch gerade da drin. Ist auch abgeschlossen. Feuerlöscher, den können wir uns auch merken. Stay in this place. Ach du Kacke. Ja, sowas möchte man echt nicht sehen, weil... Stell mal vor, das wäre jetzt euer Zimmer hier auf so einem... Kahn. Dann hat man... Man hat sowieso schon so wenig Platz, sich zurückzuziehen und dann auch noch sowas. Wahrscheinlich sind alle anderen auch noch belegt. Man irgendwo anders unterkommen muss. Davy must have gone back on shore last night.
Tja, hier ist gerade einer abgezogen. Naja, dann haben die Leute immer einen Ort, wo sie hin können. Wenn eins frei geworden ist. Hier ist abgeschlossen. Hi! I'm alright. What are you doing up there? Pipes leaking. If it's not one thing, it's the other. See this whole rig? It's a pile of shite. It's falling apart. And we've only just started drilling. Fucking Cadal. And fucking Rennick cutting corners. Aye. Speaking of, you are in the shite, wee man. Rennick got a letter this morning from the mainland and he's been up to high dough ever since. Heard he's gunning for you. Well, that's just was hab ich denn getan? Christ, I need a smoke. Can't find my lighter anywhere. Take mine. I don't need it anymore, honestly. You're a fucking lifesaver. I'm going to get breakfast. All right. I'll see you for darts tonight. We'll put a wee picture of Rennick up on the board for you. Sounds like a plan. See ya. The accent. Oi, mate. Ja, ich glaube, hier können wir nicht durch, ne? Die blockiert ein bisschen den Weg. Oh Gott. Nackte Leute. Sofort wieder raus. Haben wir hier auch einen Lichtschalter? Ich glaube, hier ist das Licht direkt mit ausgegangen. Das ist besser. Jetzt ist es dunkel. Jetzt ist es nicht ganz so schlimm. Hi. Na, du? Ihr beschwert sich auch nicht, dass ich das Licht ausgemacht habe. Kann ich ja auch duschen? Ich meine, ich habe wahrscheinlich noch Sachen an, aber... Oh, der Vent, den werden wir wahrscheinlich irgendwann mal gebrauchen. Und dementsprechend lassen wir auch mal lieber das Licht an. Jo. Weiter geht's. Hi. Irgendwas, was man hier angucken oder klauen kann? Oh, da ist jemand Fitness besorgt. Die englische Flagge. Das nicht surprise me. Prick. Ist? Stop immigration, reject common market, restore capital punishment, make Britain great again, scrap overseas aid, rebuild our armed forces, vote National Front. Ja, ein kleiner Nationalist hier, ne? Englischer Nationalist. Und da wir selber anscheinend keine Engländer, sondern ich weiß nicht, ob wir Iren sind oder Schotten. Tut mir leid, dass ich die Akzente nicht ganz so auseinanderhalten kann, aber irgendwie sowas in der Richtung. Finden wir das wahrscheinlich nicht so toll, weil auf der einen Seite sind wir ja dann auch Immigranten. Hier ist nochmal der Rettungsplan, den wir uns wahrscheinlich merken sollten, aber sowieso niemand tut. Ich meine, wer tut das denn schon? Wer geht in irgendein Gebäude und das Erste, was er sich anguckt, ist der Rettungsplan? Oder was heißt überhaupt das Erste? Wer guckt sich überhaupt Rettungspläne an? Es ist schön, wenn sie da sind für den Notfall. Aber so wirklich kennen tut sie dann auch keiner. Crew Launch. Wir gucken erstmal überall anders als in der Cafeteria. Was haben wir hier denn? Ein Weihnachtsbaum. Darts Tournament. Okay. Wir haben leider gegen Finlay verloren. Die, mit der wir gerade gesprochen haben, oder? War doch Finlay. Und jetzt ist Finlay gegen Brody. Das ist auch so ein Sport, den ich nie verstanden habe. Also meins war es wirklich nie. Obwohl mein Vater dort immer gerne gespielt hat, aber ich weiß nicht, das ist irgendwie so ein Kneipensport und ich bin nicht so ein typischer Kneipengänger. Wahrscheinlich deswegen. Ja, wie sonst noch irgendwas? Billard, das ist schon eher, ich meine, das ist auch ein Kneipensport. Aber Billard ist schon eher was für mich. Und was haben wir hier? Das ist irgendeine besondere Art von Billard oder Pool, die ich nicht kenne. Geschlossen. Das ist schön, wenn so viele abgeschlossene Türen sind. Da sind dann da ist man ein bisschen geradliniger, wo man hin will. Holy shit. Beruhig dich. Was haben wir hier so? Friday Jukebox. Ach so. Man kann dafür abstimmen, was laufen soll. Ja, bei einer Jukebox hat man nicht so viel Auswahl. Da kann man das relativ klein halten. Aber haben wir nicht mal Internet hier? Nicht mal in der modernen Zeit? Ich meine, es gibt doch Satelliten und alles. Ist klar, dass hier keine Masten oder sonst was rumstehen, aber über Satelliten kann man mittlerweile auch Internet bekommen. Wäre zumindest irgendwas anderes mitzunehmen, außer die Jukebox. Ich meine, wenn man irgendwelche Laptops mitnimmt und da ein bisschen Musik draufpackt, hat man, glaube ich, auch eine größere Auswahl. Aber gut, so hält es auch in Grenzen, was man überhaupt spielt. Und so kann man die Abstimmung auch in Grenzen halten.
Was haben wir hier? Deck. Das ist offensichtlich zugestellt. Hallo Freunde, was geht so? Christmas Day Menu. Starters, Cullen's King, Scotch Broth. Main Menu, Roast Turkey, Haggis, Neeps and Tatties, Brussels Sprouts, Carrots, Pigs and Blankets, Black Pop, Grey Bread Sauce, Pudding, Christmas Pot and Brandy Sauce, Cranachan und Perkins. Ja, das hätte ich auch gerne. Wir hätten hier die Liste auch alles nochmal auf Deutsch, aber im Endeffekt ist es genau das, was ich gerade vorgelesen habe. Ja, ich weiß nicht, wenn so ein Special Menu sowieso erfolgt, warum bist du nicht früher da? Was hat dich aufgehalten? Hey, Roy! Gas, mein old Mucker. I do. McClary! To my office. That means no. Not as soon as you're ready. No. Das bin ich, oder? The sweet sound of Davy Rennick. You think it's the Paulus? Can't be surprised, Gas. You hear from Sue's? She's talking about divorce. Oh, I'm sorry, Cass. She'll come around. Not if I get the jail, she won't. Well, maybe you could have considered that while you were battering Billy Chamberlain's head in. Cunt slagged off Susie, had it coming. And there he is. Floats like a butterfly, stings like a bee, and swears like the devil himself. Listen, mate, even if it is the police, maybe it's best to just go back and face it, yeah? Ach, I don't know, Roy. I'm fucking scun up with the whole thing. The Lord loves you, mate, no matter what. And I'm pretty sure Seuss does too. That's all clear for you now, Roy. Lovely job, thanks, Dobby. Oh, Trot says he's left your insulin in your cabin. Oh, bless his little communist socks. Muchly appreciated. Ta. Remember, life is like football. It's not over. Until the final whistle. Aye. You're a Barnsley fan, so you're pretty much fucked from the off, right? Oh, I will see you hang for that, McCleary. Off you trot, lad, before his nibs blows a gasket. Ja gut, haben wir diesem einen Typen da die Fresse poliert anscheinend oder der abgezogen ist? Ich weiß es nicht, wer das jetzt war. Ich kann mir die ganzen Namen nicht merken. Hi Freunde, ich würde eigentlich gerne was essen, aber ich soll eigentlich ins Büro kommen. Aber trotzdem, kommen wir unterhalten uns mal. No bad, Kaz. Raph's here is a bit shaky though. Gonna be the lad's first solo dive this morning. Alright. Ach, you'll be alright, pal. Especially with the big man here looking out for you. Have you done it before? Christ, no. I'll stick to the lecky, thanks. No great in tight spaces, and it's blowing a gale out there. Really filling the lad with confidence there, Cass. Yeah, sorry, wee man. Don't worry about it. Brody's got you. Sieht irgendwie aus wie eine Verbrecherzelle hier mit den Anzügen, ey. Was haben wir denn sonst noch so? Hi. Enjoying your last day, McCleary. What's that supposed to mean? You've been a naughty boy, from what I've heard. Ach, geez, peace. You're not exactly an angel yourself, Adair. I'll be fine. Well, you'll not be missed. You wouldn't know a day's graft if it slapped you in the face. I'd like to see you try and do my job. You wouldn't know a spark plug from a fucking hairdryer. Watch your mouth, McCleary. Ja, da sieht man, wer der Vollidiot ist, wenn man schon ganz alleine an einem Tisch sitzt. Und der Einzige, der dann zu einem kommt, man direkt abfällig ihm gegenüber wird. Hey, Freunde. Hier, mit denen können wir uns nicht unterhalten, aber hier drüben können wir uns noch dazusetzen. Hi. Look, there's no escaping. There's going to be a dozen mehr rigs up here by the end of next year, because the pricks in Westminster want their grubby wee hands on Scotland's oil. Oh, Christ, none of this again. The bear is already down to the bare bones. And Cadal are just going to make more cuts to get other rigs on the go. If we don't take industrial action soon, this place... Oh, come on! If we don't take industrial action soon, this place will be even more of a death trap than it already is. He's got a point though, Gibble. We're down to a skeleton crew in the pontoons and it's ropey as fuck down there. Workers of the world unite! What do you think, Kaz? I don't know. Just here to fix the lecky. What do you think will be keeping the lights on if this place falls apart? That's coal, you numpty. Ja, mit uns scheinen eigentlich alle ganz gut klar zu kommen, außer anscheinend einem, dem wir ins Gesicht geboxt haben. Aber ja. Boah, ich muss da mal eben was überprüfen, weil irgendwie wurde bei mir nicht ganz angezeigt, dass ich aufnehme, aber ich nehme auf.
gut zu wissen. War der Gang hier nicht gerade noch blockiert? Wer hat denn auf einmal die ganzen Kisten weggeräumt? Die haben sich in Luft aufgelöst. Noch mehr, also die drücken uns diesen Plan auch echt aufs Auge, ne? Ist das überhaupt ein Fluchtplan? Ich meine, ja, es ist mehr ein Rettungsplan, also wirklich ein Fluchtplan. Wo soll man hier auch hinfliehen? Naja, was haben wir hier so? Ja, vielleicht zu den Lifeboats, das wäre vielleicht sinnig. Oder zum Helipad. Was ist das? Das ist auch eine Art größere Karte. Hier sieht man immer ein bisschen was vom Oil Rig in die Richtung. Oh, Küche. Hi. Darf ich mir Essen nehmen von dieser Seite? Das wäre doch was. Der sagt überhaupt nichts zu uns. Alles abgeschlossen. Naja. Wir sollten irgendwo hingehen, ne? Wet Room. Was ist denn der Wet Room? Wir werden es nie herausfinden. Kann ich hier raus? Reich verlassen zum Deck. Soll ich zum Deck kommen? Ich glaube, ich soll zum Deck kommen. Woanders kann ich eh nicht lang. Ja, ganz schön hier, ne? Nicht vergessen, Handschuhe und Helm zu tragen, denn das ist Pflicht. Wenn man rausgeht anscheinend. Weil wenn einem so ein Container auf den Kopf fällt, ist immer gut, einen Helm zu tragen. Wo soll ich hin? Wahrscheinlich da ganz oben. Hey! Ah, was geht? Was geht denn da unten ab? Na gut. Umweg. Ist der Umweg hier lang? Können wir hier die Leiter benutzen? Anscheinend. Hui. Wir sind sogar ziemliche Profis im Leiter benutzen. So, hier unten hat irgendwer rumgeschnauzt. Ich weiß nicht, hier, dass die nicht hier waren. Ich habe die da vorne gesehen. Ich mich natürlich trotzdem erstmal weiter um. Aber ich glaube, viel zum Interagieren ist hier gerade nicht. Außerdem laufe ich gerade ein bisschen im Kreis. Die Tür können wir nicht mal benutzen. Was sind wir denn hier? Hello, hello, hello. Das ist eine weitere Karte. Hier sind echt viele Karten. Ich bin doch schon dabei. Try not to punch him. No promises. Ja, erstmal den Boss eine verpassen, während ein Polizist dabei ist. Hey, Freunde. Wie zur Hölle komme ich am effizientesten darüber? Erstmal noch mit mehr Leuten sprechen. Drilling personal only. Maintenance in session. Alright, Roper, what's the problem? We'll usually see you down here. Drills acting up this morning.
Not the crew running around like blue-ass flies, but they cannot make head or tail of it. Is that yous behind schedule, then? Oh, not yet. And not if the gods are smiling on us. So mere fucked than ever. Not as fucked as you, by the sounds of it. Look, you better get up there. The boss man sounds raging. Okay. Ich bin ja schon dabei. Ich hab's ja auch gemerkt. Er hat mich angeschnauzt. Aber ich muss ja irgendwie 20 Millionen Umwege nehmen an allen vorbei hier. Die machen es mir auch nicht einfach, schnell zum Boss zu kommen. Aber das ist dem Boss wohl egal, so wie immer. Er sitzt da oben, freut sich einen am Apfel, dass er viel Geld verdient und sich nicht bewegen muss, so wie wir. Hi! Sorry, mate. Can I ask a wee favor? What do you need, Scoob? Oh, could you do me a quick fix on the crew lift fuse box while you're down there? Aye, no bother. Oh, you're a lifesaver, mate. And don't let the big man get you down, alright? Thanks, pal. Hey, wir haben einen Schraubenzieher. Eine Waffe. Was sollen wir hier mit der Fusebox machen? Das Ding? Ist das eine Ersatzfuse oder braucht das andere Ding einfach kein Mensch? Gehen wir einfach mal davon aus, dass es keiner braucht. Einfach nur zur Deko da mit den Kabeln und alles. Ich kann auch nichts dazu, dass der Aufzug so langsam ist. Ich meine, klar, ich hätte mich nicht mit den ganzen Leuten in der Cafeteria unterhalten müssen, aber wenn ich auch 20 Millionen Umwege gehen muss und sonst was. Ich sehe mal 15 Personen auf diesem Lift. So viele passen hier doch gar nicht rauf. Das ist die Office vom Chef, ne? Kann ich hier noch lang? Extra hinauszögern. Ist abgeschlossen natürlich. Und hier, wie sieht's hier aus? Wir können es wohl nicht länger hinauszögern. Gehen wir ab ins Büro. Installation Manager. Hello? Well, here we fucking go. Enter! Hello. Ah, Mr. McClary. So glad you could join me and sorry to have got you out of bed. Shut the door and have a seat. I'm fine, Stan. Sit your ass in that chair, you fucking liability. But I don't... I run a tight ship. Do you understand me? A tight ship. Technically, it's no ship. Shut your gob, you Ned prick! I am sick! Sick to fucking bouncing of you wee gobshites messing with my operation! That chef might be a mate of yours, but he does not run things around here. I do! Do you understand me? All right, why don't you just get on with it? Don't you answer me back! You might be the height of shite on shore, McClary, but out here, I am the fucking king. Do you understand me? You bring the der hat Probleme. To my door, to my rig. I can sort this, right? I just need time. Shut it, you clatty gobshite. I've got here's a mama who can make a more positive contribution to this operation than you. Ich glaube, der Typ kriegt keine Frauen ab. Oder wenn er eine Frau hat, dann lässt sie ihn wohl nicht so häufig ran, wenn überhaupt. It's a fucking drill. You've got a fucking drill, so drill through it. Yeah, well, Roper's a whiny old fud. He's got a problem with everything. I don't care if it feels off. Just fucking do it, or I'll come down here myself. Ich hab echte Aggressionsprobleme. You're fired. You hear me? Fired. Come on, man. It's only a wee bit of trouble with the polish. I'm good with the lecky. I keep things running. You said it yourself. Out! Get off my rig! Glaub nicht, dass man ihm so einfach feuern kann. Ich weiß nicht, ob das Grund genug ist. Ja gut. Der Hubschrauber wartet schon auf uns. Dann können wir endlich mal vielleicht unsere Familie wiedersehen. Ich weiß sowieso nicht, warum wir so verzweifelt daran gelegen sind, hier diesen Job zu behalten. Es gibt doch bestimmt bessere. Wegrennen? Wovor?
Was passiert da hinten? Irgendwas brennt da. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Jesus, Gregor! Gregor! Get away from the end! Gaz! 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 Oh Gott. Gaz, don't let me die, Gaz, please! I don't want to die! Please, I don't want to die! Jesus, just hang on! Ich meine, es ist Wasser. Er könnte es überleben, aber... Jetzt fallen wir selber. Was ist denn da passiert? Zwei Erdbeben? Two bars and a ball bag. Now listen, Pat. I promise I'll take care of him. I had a word with our Kieran, you remember him? You know, it's Billy Chamberlain from way back. Owes me a favor. Reckons you can sweeten Billy up a bit. Come on. Have I ever okay, der Koch hat uns da zugeholt. Now then. That wasn't my fault. You left it on a bench at Argyle Street. Aye, you were that bloated you didn't even remember baking the cunt. Oh, my children, that was before the light of the Lord came to me. Here we fucking go. And you, Mr. McCleary, you can fuss and cuss all you like. But perhaps if you went to the Saracens a little less and the Tabernacle a little more, then perhaps you'd not be in this pickle, eh? No, don't look at me. You're the one who decided to spend the next 4 months trapped on a rig with this bampot. Susan, I promise you, we will get this straightened out. Oder hat er es ja auch gar nicht so lang? Und wenn es eine gute Gelegenheit ist für ihn, wenn vorher irgendwelche anderen Probleme waren, warum denn nicht? Guys! Christ! He's got cold! Shit! Guys! Get his legs! We can't leave him out here! Move! Fuck! Kaz! I think he's deep! We've got you, man, alright? We've got you! He's breathing, thank Christ! Kaz, come on! Wake up, Kaz! Why is he not waking up? Can you hear me? Is he gonna die, Brody? Kaz? Ich würde mal sagen, wir überleben, sonst wäre das Spiel ja sehr schnell vorbei. Aber was mit dem anderen Typen, der ins Wasser gefallen ist? Der ist kein Hauptcharakter. Wo sind alle hin? Ich meine, sie haben uns ins Warme gelegt, das ist ganz schön. Hallo? What the fuck? Wie zur Hölle tun wir das? Ich habe keine Ahnung, wie man sowas bedient. Unser Charakter mag sich damit auskennen, ich tue es aber nicht. Irgendwas hier? Knöpfe töten, drücken, betätigen, sonst was? Hier? Thank Christ! You're right being up on your feet! My heat's killing me, but... Aye, I think so. You got me out. Did you get Gregor? I got you, aye. How could they find Gregor? Fuck. I'm sorry, Kaz. Jesus. He's not the only one we lost. Oh, no. Rass is still in there. Why aren't these working? Kaz, I need you to help me. Kaz! Sie sollten sich mal aufhören, so viel da drin zu bewegen. Was geht denn ab? Aye, what do you need? The cable's stuck. Go down and release the main brake, then come back up and raise the bell. If you can get it to my level, I think I can get him out. Aye. Raffs, it's all right. We're getting you out. Only 2 minutes, pal. Okay. Was genau ist meine Aufgabe? Wo? Kann ich das hier nicht einfach bedienen? Kaz, you have to release the brake first. It's on the floor below you. Okay, danke. Hier steht wahrscheinlich mehr darüber. Brake Lever. Und ziehen. Okay. Und damit. Was ist denn los, Brody? Was ist passiert? Ich weiß nicht. Der Drill hat.
hit something. An air pocket or gas explosion, nobody knows. But whatever it was... Warum rasten die da drin so aus? Bleib doch mal ruhig. Douglas is trying to find out more. Like if the bear is even safe now. What's wrong with Raphs? I don't know, all right. Decompression shouldn't be this bad. Oh, I shouldn't have let him go down there. I said I'd look after him. I'm here, Raphs. It's Brody. I'm gonna get you out. Is there anything more I can do? No, I'll get him. We need to know what's going on up top. You'll need to go through engineering. The way up is blocked from here. Where's engineering for here? I've never been doing this end before. The only way you'll get there is to go under the rig. Should be a clearer path down there. All right. We'll head down now. Okay. Sind wir von hier nicht gekommen? Ach nee, wir sind die Leiter hoch. Eieiei. Soll ich ganz runter? Ja, die Tür ist abgeschlossen. Holy shit. Was geht hier denn ab? Man sieht auch gar nichts da, aber da ist irgendwas passiert. Ganz offensichtlich. Also, wie ungefähr alles hier. Ich weiß nicht, wie die Leute sich fortbewegen, wenn alles abgeschlossen ist. Ich meine, vielleicht haben sie Schlüssel. So, ja klar. Einfach rüberspringen. Was war nochmal unsere Aufgabe? War sie lebenswichtig? Weil ansonsten würde ich das bestimmt nicht machen. Mhm. Genau aus diesem Grund nämlich. Hier bricht doch alles zusammen. Ja. Jop. What the fuck? Zur Hölle? Ist das der Markier? Und warum dachten wir überhaupt, dass es eine gute Idee ist, uns hier unten rumzubewegen? Ich meine, so haben wir immer einen Blick darauf bekommen, aber das war nicht wirklich unser Leben wert. Wo haben wir den Crowbar her? Ich hinterfrage es mal nicht. Ja, natürlich! Ich würde, glaube ich, lieber den anderen Weg wieder gehen, wenn das noch möglich ist. Meine Güte, ey. Wie du hier dich fortbewegst, spring doch am besten direkt in die Fluten. Können wir das? Ich glaube, wir können sogar echt. Nicht so aus, als wäre da eine unsichtbare Wand. Wenn ich einfach durchs Feuer laufen. Ich meine, wir machen ja auch alles andere irgendwie. So ein bisschen Feuer, wo wir klitschnass sind, ist doch bestimmt auch nicht schlimm. Eine Leiter. Können wir hier bitte jetzt irgendwo reingehen wieder? Das höre ich nicht. Wir müssen noch mehr Jump'n'Run machen. Können wir hier runterspringen? Vielleicht mit so ein bisschen... Ja. Und diesmal holt dich bestimmt keiner mehr raus. Jetzt noch an die Leiter springen. Klar. Warum nicht? Wir sind ja hier bei Assassin's Creed. Woher sollte ich denn wissen, dass ich mich da festhalten muss? Er macht es nicht automatisch. Ja gut, ne? Scheiße. Ja, ist gerade schon einmal passiert. Na, jetzt bin ich aber drauf vorbereitet. Darauf allerdings
Was war das denn jetzt? Scheiße! Ich habe Rechtsklick weitergedrückt gehalten. War das falsch? Hopp. Alter, Rechtsklick. Boah, okay, Linksklick muss man auch gedrückt halten. Das habe ich gerade nicht gesehen. Christ. Zu groß. Zu groß. Ja, ne? Ich meine, ich weiß nicht, was du hier machst, aber... Oh, fucking hell. Lettern? Ach so, okay. Ich wollte gerade sagen, diesen Sprung, den schaffen wir auf gar keinen Fall. Realistisch gesehen. Aber wir können uns hier natürlich ein bisschen langhangeln. Das ist unser altes militärisches Training. Ist, haben wir da noch voll drauf. Bestimmt irgendwie. Also ich wäre an seiner Stelle eigentlich wieder zurückgegangen, aber ja, jetzt sind wir hier. Schnell rein. Hello? Ich bin gerade zweimal gestorben, aber mir geht's gut. Hello? Eingang C-Säule. Finde einen Weg durch das Maschinendeck. Ich dachte, hier hat jemand drin auf mich gewartet. Ach so. Klar. Natürlich. Hat er überhaupt eine Idee, was da draußen abgeht? Oder versucht er nur, sich selbst zu beruhigen? Alle anderen haben es nämlich gesehen. Er war der Einzige, der es nicht war. Wir können hier klettern. Ich glaube, das war's. Ja, dann klettern wir doch ein bisschen. Wo wollen wir denn hin? Hier rüber? Ach so! Ich hänge an der Decke. Ich dachte, ich würde irgendwie an der Wand entlang klettern. Ich dachte schon so, wo halten wir uns denn gerade fest? Okay. Hangeln wir uns hier entlang. Das Ganze hat echt ein bisschen was von Assassin's Creed. Nur nicht so smooth. Aber kann ich auch verstehen, denn wir sind kein Assassine. Eine Taschenlampe. Mit einem Riesenakku. Wir tragen unseren Helm noch. Den haben sie uns nicht abgenommen. Licht. Nett. Dunkle Gewölbe. Wo ist denn unser Kollege? Ich dachte, er wollte hier warten. Das ist unglaublich. Die Leute ist kein Verlass. Hello? Das sind nur alte Rohre. Glaube ich. Das kennt man doch von alten Häusern. Wenn die Rohre so rumheulen. Wie Monster. Das kommt ja sogar aus den Rohren, so wie das klingt. Aber falls das was anderes ist, sollten wir vielleicht unser Licht ausmachen, weil das schon ziemlich auffällig ist. Lass mich raten, jetzt können wir die Vents hier öffnen, ne? Aber wir gucken erstmal hier diese Tür an, die natürlich abgeschlossen ist. Hier hätte es auch anders sein können. Wenn schon so ein Vent ist, dann müssen wir ihn natürlich auch benutzen. Und erstmal noch aufschrauben anscheinend. Wir können ihn auch aufbrechen, aber du könntest auch die unteren beiden Schrauben lösen. Es wäre wahrscheinlich schneller. Ist auch noch so klein hier. Guck mal, gerade so durch und um die Ecke. Das ist bestimmt voll unbequem. Natürlich begeben wir uns in Richtung des Monsters. Weil warum auch nicht?
Ich meine natürlich in Richtung der alten Rohre. Hello? Psst. Clear it. Guys, over here. Jesus, Finn. You alright? You look like you've seen a ghost. Who's making that noise? Gibble. He's making that racket. Should we no find him? Help him. No. And I recommend that. What does that mean? It means he's no alright. Okay. After that explosion, he got oil or some shite on him and just... I don't know. He freaked out. Went for me. He's still out there. You mean out here? As in out here with me? Aye. That's exactly what I mean. Oh, that's just fucking brilliant. You seen anyone else? I'll just go here. Where you going anyway? Back to accommodation. Listen, you'll have to get through the water tanks to get up to accommodation. And quiet like. Gotta go all the way up there. Jesus. Kann ich nicht einfach hier durch? Stay the fuck away from me. You're listening to me. It's no right, Kaz. I'm not arguing. Kaz. Be fucking careful, eh? Hey, you know. Hier ist doch keine Scheibe drin, oder? Ich bin gerade durch so ein Vent gekrabbelt, dann komme ich auch hier durch. Was ist denn unser Plan? Lass mich rein. Oh Mann, ey. Und wehren können wir uns auch nicht. Am besten machen wir mal das Licht aus, wenn wir es ja schon nicht brauchen. Hello? Ja. Was ist unser Plan? Wo wollen wir hin? Weil das hier ist zu. Hier unten? Jesus. Da! Ah, immer dieses Runterfallen. Wollen wir hier hoch? Ich würde sagen, wir gehen hier hoch. Hello? Hier können wir aber nicht viel machen. Ich glaube, wir müssen aber wahrscheinlich gleich hier hoch, um uns zu verstecken. Habe ich irgendwie so die Befürchtung. Hello? Das ist zu. Und hier können wir das abdrehen, was wir wahrscheinlich nicht wollen. Eieiei, und noch mehr. Das eine macht das eine aus, das nächste macht das nächste aus. Wir bahnen uns einen Weg hier durch dieses Labyrinth aus heißem Dampf und Monstern. Die Monster haben wir noch nicht gesehen. Ich meine natürlich die alten Rohre. Aber wir wissen ja, dass sie da sind. Hello? Exit. Was ist das für ein komisches Zeug da dran? Wir tun einfach mal so, als wäre es Öl. Warum kann ich es nicht öffnen? Naja. Entriegeln. Wofür gibt es überhaupt diesen Leather Release? Warum ist die... Okay. Never mind. Ich stelle es nicht in Frage. War ja nur eine Frage. Ist ja nicht so, dass die Leiter irgendwem im Weg wäre. Wo sollen wir hin? Hier rüber?
Dann zieh dich mal hoch, Junge. Ich laufe irgendwie nicht so gern mit einer Taschenlampe rum, das... Ja. Das zieht so viel Aufmerksamkeit auf sich, aber ich glaube, das hat sich gerade erledigt. Jetzt was, mach einfach mal die Türen hinter dir zu. Ein Locker. Spinde sind ausgezeichnete Verstecke. Das mag sein. Aber mir gefällt nicht, dass hier einer rumsteht. Das heißt nämlich, ich muss diesen benutzen. Das möchte ich ehrlich gesagt nicht. Also wahrscheinlich schon. Aber eigentlich hätte ich lieber einen Umstand, in dem ich mich überhaupt nicht verstecken müsste. Ab in den Spind. Schön hier, ne? Hello. War irgendwie klar, sobald ich das Wasser berühre. Frage ist, passiert hier jetzt noch was? Soll ich so ein bisschen SOS funken? Hello? Ich glaube, hier passiert nichts, aber irgendwie passiert da schon was. Das macht mich nervös. Wofür ist dieser Spind hier, wenn ich es nicht, um da drin zu verstecken? Und jetzt habe ich schon zweimal reagiert. Beim dritten Mal reagiere ich wahrscheinlich nicht schnell genug. Hallo? Ja. How about... Wir ignorieren das einfach mal. Ich weiß nicht mal, wohin ich gucken soll. Wo so, oder wo ich überhaupt hin soll. Hier durch anscheinend? Nee. Bin ich von da nicht gekommen? Vielleicht nicht? Ich weiß es nicht. Geh jetzt einfach mal hier lang. Geh ja schon. Ich guck dich nicht an. Aber es wäre auch nett, wenn du nicht in meinen Blick läufst. Ich hab dich dabei, also abgesehen davon, auch noch gar nicht gesehen. Ich will auch gar nicht zu dir. Ich will woanders hin. Was ich mache? Das weiß ich selber nicht so ganz. Wo will ich denn überhaupt hin? Vor allen Dingen von hier. Will ich einfach hier runter? Aua. Anscheinend. Ich dachte, das wäre ein Gang, durch den ich schon durchgegangen bin. Authorized Personal Only. Ja, das ist mir jetzt gerade sowas von egal. Ich habe gerade ganz andere Probleme. Kann ich mich hier durch... Oh Gott. Muss ich dafür Luft holen? Oder Luft anhalten?
Ja, wir laufen einfach mal. Und klettern. Ich weiß nicht, wie mobil das Ding ist, was da unten mit uns gefangen ist, aber ja. Es schien nicht absolut hostile zu sein. Will ich das hier öffnen? Ich weiß nicht, ob ich das öffnen möchte. Wo führt das denn hin? Ich fühle mich hier oben irgendwie gerade sicherer. Aber wahrscheinlich muss ich eher darüber. Naja, gut. Ganz ruhig. Ja, es ist auf jeden Fall nicht mehr menschlich. Was er getan hat? Ich glaube, er hat nicht so viel getan. Er hat nur ein bisschen Zeug abbekommen. Oh Gott. Hey, wir haben den Typen gefunden, der auf uns warten sollte. Am besten gehen wir ganz schnell hier weg. Wenn wir das gut zumachen, bringt wahrscheinlich auch nichts. Das ist ja eh nicht da unten. Ja. Ja, wenn du sorry bist, dann lass mich bitte in Ruhe. Das ist, glaube ich, das Beste, was du gerade tun kannst. Ja, dann halte ich einfach von Menschen fern, dann passiert schon nichts. Du hast gesagt, ich soll weggehen. Das tue ich auch. Jesus. Ja, klar. Alles, was du willst. Tschüss. Das Ding verschließen wir am besten. Mach da irgendwas vor, dass es nicht mehr aufgeht. Stell hier ein paar Gasflaschen vor oder sonst was. Klemmen irgendwas dazwischen. Can't feel my horns to move them. Just a wee minute by the heater. Okay. Can't stop shaking. Fuck. Can't stop thinking about it. Just stop thinking about it. Jesus. Zieh doch die Handschuhe aus, sonst wirst du nie warm. Am besten Handschuhe ausziehen und mit der Öffnung vor den Heater legen, sodass praktisch die Wärme in die Handschuhe reingeht. Dann kann man seine Hände aufwärmen und wenn man dann in die Handschuhe reingeht, kriegt man nochmal ein bisschen extra Wärme ab, die man dann auch einschließt in der Kleidung. Das ist immer wunderbar. Das ist auch generell, wenn man sich irgendwie aufwärmt oder aufwärmen will, immer, keine Ahnung, zum Beispiel mit einem Föhn oder so, die Kleidung von innen aufwärmen ist viel effizienter als von außen. Weil da prallt Wärme von ab. Von innen wird sie gefangen gehalten und wärmt einen dann nochmal zusätzlich auf. Is anyone here? Ich mach einfach die Tür zu. Hello? Telefon! Is here? Fucking say something. Okay, hier ist das Telefon nicht. Auch wenn sich das gerade so anhört, als würde es von hier. Es hört sich an, als würde das von da hinten kommen. Das ist das Treppenhaus. Hier kommen wir nicht durch. Okay, dann gehen wir wohl in eine andere Etage. Hallo? Blue Lounge, Kantine. Ach, guck mal, hier waren wir doch. Hier ist natürlich wieder alles zu. Was zur Hölle? Irgendwelche pulsierenden Adern. Die haben sie alles blockiert. Try the galley. Please, please be there, mate. Hello? Das
klingt nicht gut. Wo ist das Telefon, das geklingelt hat? Trot. Trot. Is that you in there? Okay. Los, weg von diesem ominösen Leuchten. Der Fernseher geht anscheinend auch nicht mehr, ne? Nein. Trot. Trot, is that you? I can hear you, man. Open the door. Trot, the door's blocked. I can't get to you. Ja, geh einfach davon weg. Das ist irgendwas Übernatürliches. Damit wollen wir nichts zu tun haben. Ja, schnell weg hier. Und am besten machen wir alles auf dem Weg hinter uns zu. Auch wenn wir uns jetzt irgendwie trotzdem in die Richtung begeben, aber naja. Fucking things locked. Never mind. Ja, und jetzt? Haben wir da drin noch irgendetwas nicht erledigt? Ich meine, es leuchtet jetzt nicht mehr. Ist jetzt vielleicht die Tür offen? Anscheinend nicht. Hello? Außen ist immer noch Wasser. Hallo? Ihr seid ja vielleicht intelligent. Warum verbarrikadiert ihr die eine Tür und die andere lasst ihr dann sperrangelweit offen? Na gut, nicht sperrangelweit, aber sie ist auf jeden Fall nicht verschlossen. Hallo, gibt's vielleicht noch ein bisschen was von dem Christmas-Menü? Ich habe noch nichts gegessen. Müsst ihr mir vorstellen, dass nach den ganzen Strapazen, ich meine, vielleicht merkt man es nicht so, aber ich glaube, unser Charakter sollte sehr hungrig sein. Hi, Roy! Bloody hellfire! Get in, quick. Thank God you're all right. Jesus, what are you doing in here? What do you think I'm doing in here? What the fuck the hell is going on? I don't know. People are dying, Roy. Dead? Who's dead? How? Douglas. Trots, I think. I don't know, it's this thing. I think it's doing something to people. I don't know what to believe, you know what I mean? I do, I really do. I saw something out on the deck. I didn't stay to look, it just scared the shit out of me. I should barricade the door. We can't hide, Roy. We have to get off this rig right the fuck now. What, without Rennick say so? Roy, did you hear Rennick? What, you think we're getting evacuated? He'd want everybody back at work if we were at the bottom of the North fucking sea. Right. The lifeboats, then? Aye. You stay. Barricade the door. Let me clear a path, and once we're ready to go, I'll come and get you, right? I'll be here, don't worry. Get some extra prayers in. We're gonna need them. Gaz, you won't leave me. It's bloody terrifying out there. I'm not leaving you, Pat. I wouldn't blame you if you did, mate. I mean, you've got all the food in here for a start. Listen. Your man upstairs on the case. And I'll see you soon, right? Also ich finde eigentlich die Idee mit der Tür verbarrikadieren gar nicht so schlecht. Einfach aus dem Grund, wir haben hier alles zu essen. Es ist ja scheißegal, was der andere Typ da sagt. Die Argumentation mit nicht evakuieren, weil der eine Typ das nicht gesagt hat, ist absoluter Bullshit. Aber da draußen geht irgendwas ab. Die ganze Ölplattform bricht zusammen. Weswegen es hier vielleicht auch auf Dauer nicht sicher ist. Aber ich weiß nicht, ob wir überhaupt einen Weg zu den Lifeboats hinbekommen. Und was sonst für Gefahren da draußen lauern. Ich glaube, der klügere Schachzug wäre echt hier einfach zu warten. So, selbst wenn es nicht evakuiert wird, selbst wenn kein Hilferuf ausgesprochen ist, wenn die Ölplattform sich 2, 3, 4 Wochen nicht meldet, also so kein Funkspruch, da wird wahrscheinlich irgendwann mal wer vorbeikommen und gucken, was hier überhaupt abgeht. Und dann kann man auch gerettet werden. Und mit dem ganzen Essen, was wir hier haben, können wir locker so lange überleben. Ich meine, guckt euch das mal an. Das ist ja für die ganze Mannschaft hier für mehrere Monate.
Außerdem kommt ja sowieso früher oder später auch eine Nachlieferung an Essen. Spätestens dann. Und ich glaube, das wird mindestens einmal im Monat passieren. Müssen ja auch andere Sachen vorgenommen werden. Ja, keine Ahnung. Auf der anderen Seite wissen wir auch nicht, ob es auf Dauer etwas bringt, hier sich zu verbarrikadieren. Aber ich würde es machen. Wie gesagt, wir wissen nicht mal, ob ein Weg zu den Liveboats überhaupt möglich ist. Kann man das mal berühren? Is it doing that? Erstmal ein bisschen unter Strom setzen. Kann ich mich dadurch umbringen? Antwort ist ja. Ja gut, machen wir das nicht nochmal. Ich wollte mich hier eigentlich noch ein bisschen umsehen. Kann ich hier nicht raus? Ich könnte da raus. Ist die Tür hier zu? Die ist aber noch zu. Das geht raus. Es ist zu dangerous out there. Ja, und wie willst du dann zu den Lifeboats kommen? Sind die nicht draußen? Außerdem sieht das hier nicht viel sicherer aus, ehrlich gesagt. Ja, komm. Weißt du, wenn ich das sehen würde, spätestens dann zurück in die Küche und sich verbarrikadieren. So, what the fuck? Was ist denn unsere Mission hier? Da ist ein fucking Gesicht drin. Ja, nein, wir gehen zurück in die Küche. Wäre ja, lustig, wenn das eine Option wäre. Aber das bezweifle ich irgendwie. What the fuck? Ja. Auf der anderen Seite sind wir vielleicht in dem Raum auch nicht ganz sicher. Aber das habe ich ja schon gesagt. Was passiert jetzt? Kriege ich hier auch einen Stromschlag? Ich konnte mich hier gerade umschauen. Ich weiß nicht, was in dem Kopf unseres Charakters vorgeht, aber das ist ja immer so in Horrorspielen, da müssen die Charaktere ja etwas irrational denken. Ansonsten wäre das Ganze ja nicht so spannend. Man muss halt den Überlebensinstinkt der Hauptcharaktere ausstellen, um irgendetwas sehr gruselig zu machen. Es ist halt einfach so. Hallo? Anybody in here? Ruf doch nicht da rein. So, selbst wenn hier jemand ist, ich glaube nicht, dass du willst, dass das Ding weiß, wo du bist. Ich weiß, ich gucke auch immer um Ecken und schrei Hello rum. Auch nur, weil ich weiß, dass sie mich eh nicht hören. In 99% der Fälle. Manchmal verwendet ein Spiel ja das Mikrofon. Can I get this one open? No chance. Ich will nicht dahin zum Radio. Da sitzt irgendetwas vor, 100%ig. German Bight, Humber. Southerly 6 to Gale 8. Increasing severe. Warum sollten wir das ausschalten? Was ist überhaupt unsere Mission hier? No. Locked. Lifeboat Access. Oh, shit. Mhm. Wie wär's, wenn wir die einfach abschließen? Können wir die überhaupt noch öffnen? I'm not going back in there. Das ist sehr intelligent. Fucking thing's locked.
Wie alles hier. Warum hast du eigentlich keine Schlüssel? Ich weiß, du wurdest gefeuert, aber du musstest ja keine Schlüssel abgeben. Ausgang Backbordseite. Hello? Yup! Christ. Where am I gonna get down there? Selbst wenn wir jetzt da rüberkommen, wie zur Hölle soll das der Koch schaffen? Der sah jetzt nicht gerade so aus, als könnte. Shit. Als könnte der hier so etwas tun. Und da ist der nächste flöten gegangen. Wir tun einfach mal so, als würden wir es nicht hören. Ja, spring doch einfach, das wirst du schon überleben. Bin ich gerade bei. Ach Junge, komm doch einfach mal aus deinem Ding da raus und guck dir an, was hier abgeht. Ich sag ja, rumschnauzen, das ist wie so ein kleiner Chihuahua, der immer rummeckert und das Maul weit aufreißt, aber selber eigentlich gar nichts zu melden hat. Springen? Achso, hier rüber springen, ich dachte schon. Darunter springen, das wäre nicht so gut. Das Ding sieht nicht so aus, als würde es unser Gewicht halten. Aber okay. Können wir das bitte hier runter machen? Danke. Ach, come on, you're joking me. Das hast du doch schon von hier oben gesehen. Das ist nicht das Problem. Aber das Problem ist eher, dass wir unseren Freund da noch holen müssen, oder nicht? Ich meine, hier ist auch ein funktionierendes. Weil wir können das jetzt nicht hier ins Wasser lassen. Müssen wir nicht zuerst einsteigen oder so? Was steht denn hier? Okay, right. Looks easy enough. Lifeboat Deployment Instructions. Sicherheitsbolzen aus beiden Aufhängen entfernen. Bremshebel aktivieren und das Boot in Einsteigeposition manövrieren. Besatzung und Besucher einsteigen lassen. Luken verriegeln und Bereich unter dem Boot auf Gefahren überprüfen. Rettungsboot zu Wasser lassen. Motor starten und Rettungsboot von Bohrinsel wegnavigieren. Okay. Also zuerst die Bolzen lösen, die anscheinend schon weg sind. Ne, hier ist noch einer drin. Ach ne, der ist hier auch noch drin. Das sah von der anderen Seite nur nicht so aus, als wäre da was drin. Right. Now the lever. Get it into position. Nearly out of this. Wo ist denn der? Hier? Hier, ne? Ne, oder? Doch. Glückwunsch. Damit hätte es aber auch rechnen können. Deswegen dachte ich halt. Deswegen dachte ich halt, lasst mal gucken, ob vielleicht. Das Ding ist halt schon zerstört, das wird wahrscheinlich untergehen. Ja, ob das halt wirklich funktioniert alles. Aber naja. Gehen wir mal weiter. Gucken mal, was wir hier so finden. Gar nichts. Telefon! Hello? Who's that? Rennick. It's me, Kaz. McClary, what the fuck are you doing to my lifeboat? It's gone. It's just fell off into the fucking sea. You must have done it wrong. Fuck off, Rennick. You built this fucking thing, not me.
Who's with you? Roy's in the canteen. Finlay and Brody are alive. Listen to me, McClary. Get your ass up to the chopper pad. Bring anyone else you can find too. And whatever you do, don't touch this stuff all over the bearer. I can't get back out. There's a safety door. The railings are all gone. For God's sake, do I have to tell you how to do everything? Give the door a tidy kick at the bottom. It'll open right enough. What about you? Just concentrate on getting to the pad. Don't worry about me. See, Rennick? What? Well, does this mean we're okay, like? No hard feelings? Get to fuck, McClary. And when you get back, fuck off again. I'd be happy to see you drown, but I'm not having your death on my fucking record. Go on your cell, you old fud. Ach, herrje. Immerhin hat er ein bisschen Verantwortungsbewusstsein in der Hinsicht, dass er seine... Ach, dass er halt immerhin weiß, dass er dafür verantwortlich wäre, wenn hier jemand stirbt. Was ist unser Plan hier? Feuerlöscher vielleicht? Erstmal die Feuer löschen. Die sich sofort immer wieder entzünden, weil sie durchgängig Fuel bekommen. Das ist halt die Scheiße an so einem Oil Rig. Das könnte sie wahrscheinlich gar nicht aus... Also gut, wenn es aus den Fässern kommt, eine Sache, aber... Wenn das irgendwo anders herkommt, kannst du vergessen. Das brennt viel zu schnell nach, als dass man es löschen könnte. Und wieder Telefon? Hallo? Kaz, Ennis. What's going on? Jesus, I need help. I don't know what to do again. What was that? Christ, someone's happening to me. Oh, no! Ennis! Fuck. Oh, Mann. Immer mehr gehen verloren. Am besten stammen wir uns einfach Roy und Hidley oder wie sie hieß und hauen einfach hier ab. Können wir nicht öffnen. Und auch nicht auftreten, weil da etwas hintersteht, natürlich. Könnte man mit genug Wumms wahrscheinlich trotzdem. Na, wobei, vielleicht geht sie auch in die andere Richtung auf. Versorgungsbereich. Ja. Warum? Hier schieben wir erstmal eine kleine Pause ein. Bevor die wirklichen Monster auf uns zukommen. Doch, klingt ganz gut. Ab zurück zum Hauptmenü. Ja, ich hoffe, euch hat diese erste Folge von Still Wakes the Deep gefallen. Wir haben dieses Jahr wirklich im Spooktober etwas sehr wasserhaltiges Thema, ne? Aber macht ja nichts, ist ja trotzdem gruselig oder vielleicht gerade deswegen. Ja gut. Aber wie immer wünsche ich euch erstmal einen wunderschönen Abend. Aber ja, damit bedanke ich mich wie immer erstmal fürs Reinschalten. Wünsche euch allen noch einen schaurigen Abend, eine gruselige Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video sehen solltet, einen spooky Tag im Allgemeinen. Und dann bis zum nächsten Mal bei Still Wakes the Deep. Bis dahin. Bye-bye.